Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Berthold foltert wieder mit einem Glenrothes. Ja, Glenrothes, Lakewood, immer von Berthold. Ja, unabhängig abgefüllter Glenrothes von Carn Moore. Das Ganze schimpft sich hier Celebration of the Cask. Ja, die haben nämlich, ich glaube, drei verschiedene Arten, wie sie ihre Whiskys abfüllen. Und diese hier, Celebration of the Cask, ist quasi, ja, die oberste Liga. Und da suchen sie ganz besondere Destillate. In dem Fall ein Single Cask in Fassstärke von 1997, abgefüllt 2019. Somit hat er, also 28.04.97, abgefüllt 29.04.2019. Er hat genau 22 Jährchen und ein Tag. Ich habe zwei Gläser stehen, ich werde ihn einmal verdünnen mit Wasser. Er hat 58,7 Volumenprozent, das ist sehr stolz. Da wollte ich einmal gucken, ob das vielleicht meinem Gaumen gut tut, wenn er ein bisschen Wasser bekommt. So, ja Berthold, liebsten Dank für sowas, das gönnt man sich nicht alle Tage. Kommt in dieser Holzumverpackung hier. Relativ unspektakulär. Schöne klassische Flasche. Ich mag das Etikett. Das sieht so ein bisschen oldschool aus, wie von früher. Schön in Gold, gelb gehalten. Ja, Fassstärke Single Cask. Flaschennummer 377 von 590 Flaschen. Fassnummer 7168. Und das Ganze reifte in einem Sherry Puncheon. Ja, Morrison und McKay stehen hinter Carn Moore. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal. So, den nehme ich so. Ohne Wasser erstmal. Der ist ja auch ohne Wasser. Wir geben ihn einfach mal ein paar Tröpfchen schon mal rein. Wenn wir ihn so 52 haben, passt das schon. Dann kann er auch so ein bisschen atmen. Ja, und Glenrothes, 1887 gegründete Brennerei. Viel Single Malt, aber auch sehr, sehr viel für die Blendindustrie. Bekannt J&B, Famous Grouse oder Chivas Regal. Darf ich euch noch einmal die Farbe zeigen? Es ist Nacht. Dunkelheit umgibt mich. Also das ist ja schon tiefes Braun. Braunrot. Ah ja, ihr kriegt die Flasche übrigens auch noch. Habe ich gesagt, kein Farbstoff, keine Kältefiltration, aber ist ja klar. Ursprünglich 300 Euro kam die, glaube ich. Oder unter 300. Berthold, du schreibst es wieder mal rein. Ihr bekommt sie noch für 480. Es gibt noch Shops, die die haben. 480, Jesus, das haben einige Leute einen ganzen Monat zum Leben. Also ich kriege so diese klassischen Sherry-Dinger. Schon dieser Oldschool-Touch, ein bisschen Muff, ein bisschen Schokolade, Zartbitterschoki, Kakao, Sherry, ein bisschen Holzwürze. Aber schön verschlossen. Man muss sich schon Mühe geben. Der kitzelt nicht so richtig. Man merkt auch gar nicht so den Alkohol. Aber dafür sind die Aromen stecken auch noch irgendwie fest. So, mit Wasser. Etwas besser, aber ja, ganz kleines bisschen kommt er jetzt. Ein Whisky, der Zeit braucht, der muss atmen.
Also ich finde kein großer Unterschied. Besser mit Wasser, das kann ich schon mal sagen, aber kein großer Fortschritt. Die Nuancen sind schöne Nuancen, die sind da, aber sehr weit im Hintergrund. Also er will noch nicht so richtig, ich glaube, dem darfst du eine halbe Stunde stehen lassen. Kann sein, dass ich mich heute nicht gerecht werde. Ja, er kommt so langsam, peu à peu. Nase gewöhnt sich auch dran, Nase will auch. So, wir probieren den jetzt mal verdünnt, zum Wohl. Trotzdem, was für ein kräftiger Antritt. Puh, der zieht einmal richtig auf die Zunge. Oh, alter Falter. Zartbitterschokolade, Schuhcreme. Das riecht jetzt wie Schuhcreme. Alter, der drückt einmal richtig rein. Und ich hatte schon mal vorher, ne? Mit 48 Umdrehungen. Pflaumen. Zwetschgen. Würzige Schoki. Schwerer Sherry. Und viel, viel frisches Holz. Abgang, ja, lang bis mittellang. Aber Würze und Eiche. Guck mal, jetzt macht die Nase langsam auf. Ledrig, Schuhcreme, Trockenfrucht, Orange. Ein bisschen Menthol sogar. Ja, jetzt merkt man es noch mehr. Also jetzt nach dem Probieren sogar. Doch, jetzt würde ich sagen, mit Wasser besser in der Nase. Jetzt kommt er langsam. Immer noch zu. Aber Lederschuhcreme passt, glaube ich, ganz gut. So dieses, das hat schon was. Ein bisschen oldschool. So, ohne Wasser. Puh, 58,8. Nee, 58,7. Jetzt hat man die Zunge ein bisschen vorbelegt, erträglich, alles gut. Und die Würze kommt gar nicht so raus. Ist da viel mehr. Ja, da kommt wieder dieses baksige Sherry, Muff, alte Omas Strumpfhosenschublade, Schuhcreme, Leder. Schöner Sherry. Sherry ist wirklich schön. Aber total der unruhige Kandidat, ne? Der weiß nicht, was er will und der spielt mit einem. Auch hier, also Glenn Rothes Brennerei-Charakter oder bla, würde ich nie erkennen. Erstens kenne ich die Brennerei nicht gut genug, dass ich oder so ein Fan bin. Und zweitens, das ist ja so eine Sonderabfüllung, sowas mit Unikat-Charakter, das ist total schwer. Ohne Witz, mit Wasser, viel mehr Antritt, viel mehr Holz, viel mehr so Chili-Schokolade, richtig Chili, pfeffrige Schokolade, so in diese Richtung. Tag und Nacht, in der Nase, verschlossen, auf der Zunge, viel delikater, viel unaufdringlicher, unaufgeregter. Also, ganz klar, mit Wasser, Nase, Zunge, Abgang, deutlich besser. Ohne Wasser, denkt man sich, wo ist jetzt der Kick?
Wo ist jetzt der Kick für das Geld und die Eckdaten, die er bietet? Also, mal wieder ein Beweis für eine Abfüllung, die Wasser braucht und der auch mit Sicherheit noch Zeit braucht. Denn braucht noch ein paar Minuten im Glas. Mit Wasser absolut gewonnen und vorne. Kaufempfehlung, kann ich nicht aussprechen. Viel zu teuer. Ich würde es nicht tun, zu viel Geld. Schmecken tut er. Wird jetzt aber nicht meinen Nerv treffen, auch nicht für 300 Euro. Das ist... Der ist mir zu ich weiß nicht, da fehlt mir wieder was Besonderes und irgendwie auch zu extrem, so von den Facetten, so ein bisschen... Ich kann ihn nicht greifen, ich muss mit ihm spielen, sehr viel, und er ist mir zu viel Kohle. Ist das jetzt gut gesagt? Das ist eigentlich ein Scheiß-Statement, ne? Ich würde ihn mir nicht kaufen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Aber guck mal. Hat mir der Berthold geschenkt. Dann kann ich noch ein bisschen spielen. Er ist geil, aber... Nein, kann ich nicht machen. Also nicht für 480, okay? Aktueller Standpunkt. 480 Euro zu teuer, was er kann. Leckerer Whisky. Ich halte es jetzt diplomatisch und verabschiede mich hiermit. Und ihr könnt euren Senf dazu geben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.